Beginnen wir mit einem klassischen Bild. Dieses Bild, das klassische Verständnis von Innovation, das klassische Verständnis auch von der Entwicklung von Wirtschaftssystemen, sind die sogenannten kontratierischen Wellen. Man ist davon ausgegangen, dass Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung in solchen Wellen stattfindet. Diese sogenannte Theorie der langen Wellen, wie sie es auch nennt, die kontratierischen Wellen eben. Man gesagt hat, die erste Welle war die Dampfmaschine, da gibt es eine Wachstumsphase, eine Konsolidierungsphase, eine Besetzungsphase. Dann gab es eine zweite Welle, eine dritte Welle, eine vierte Welle, die fünfte Welle, die ICT-Welle. Das heißt, es ist immer auf und ab, es sind neue Technologien gekommen, die die Welt, Wirtschaft entwickeln, die die ganzen Strukturen beeinflussen. Und man ist davon ausgegangen, dass es so weitergeht. Und dann kam das Jahr 2007, wie gesagt, 2007, gerade vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren wurde das iPhone vorgestellt. Das ist nicht 30 Jahre her, sondern das ist 10 Jahre her. Vor 10 Jahren ist das erste Smartphone auf den Markt gekommen. Und Sie wissen selber, wie das Ding sich verändert hat. Und vor 5 Jahren ist das erste Tablet auf den Markt gekommen. Da war es der gleiche Mensch, der das Tablet, das iPad präsentiert hat, wo alle Menschen gedacht haben, was soll denn das? Das Ding ist für ein Handy zu groß, für einen Computer zu klein. Keiner hat gedacht, dass das Ding, dass man das braucht. Heute werden 50% aller Internetnutzungen über Tablet-Computer gemacht. Einmal mal, um das Beispiel zu bringen. Warum ich dieses Jahr bringe? Weil dieses Jahr ist sowas, dieses Jahr 1867. 1867 war ein ganz bedeutsames Jahr, weil dort die Globalisierung begonnen hat. Das kann man auch genau ein Jahr zurückschreiben, oder hat es Paul Krugman zurückgeführt. Bei 1867 sind 2 Bauwerke weltweit eröffnet worden, die der Beginn der modernen Globalisierung waren. Das war der Suezkanal und das war der Bau der Union Pacific Railway, die fertigstellte. Warum waren diese beiden Bauwerke der Beginn der Globalisierung? Wenn Sie mal eine Weltkarte nehmen, dann werden Sie feststellen, dass durch den Suezkanal plötzlich die Welt kleiner worden ist, weil die Schiffe nicht mehr um Afrika herumfahren mussten. Durch die Union Pacific Railway mussten die Schiffe nicht mehr durch Südamerika umfahren und auf Anschlag ist die Welt geschrumpft. Sind die Entfernungen geschrumpft. Und das Jahr 2007 ist eine ähnliche Entwicklung, weil man da festgestellt hat, mit einer signifikanten Aktivität, nämlich die Einführung des Smartphones, dass sich unser herrschendes System und das herrschende Grundverständnis verändert hat. Wir leben heute nämlich nicht mehr in einer Zeit der Wellen, sondern wir leben heute in einer Zeit der Innovationssprünge. Wir sprechen hier von disruptiven Innovationen, von Entwicklungen, die schlagartig kommen, die schlagartig komplett Systeme ablösen können. Glühbirnen, wer baut heute noch Glühbirnen? In dem Sinne, wie sie früher waren, sind die komplett ersetzt worden. Wir haben solche Entwicklungen, die schlagartig kommen. Heute habe ich gelesen, dass Airbnb inzwischen im Kantonzug die Kurtaxe einzieht, für ihre Fremdenverkehrsabgaben einzieht. Airbnb vor 5 Jahren hat es noch so gut wie keiner gekannt. Das sind komplett neue Geschäftsmodelle, komplett neue Strukturen, die so rasant unsere Welt verändern und die so rasant unsere Wirtschaft verändern, dass wir von denen fast überholt werden. Megatrends sind die Bedeutung für Standorte. Es gibt unendlich viele Trends. Jedes Jahr kommen hunderte neuer Trends dazu. Ich habe hier mal den Trendindex aus dem Jahr 2012. Es gibt extra Trendindexe, die Trends analysieren und gucken, wie viel. Was uns aufgefallen ist, ist bei dem Forschungsprojekt, dass diese ganzen Megatrends, die sehr oft genannt werden, viel heiße Luft ist. Dass ein Großteil der Trends wissenschaftlich nicht fundiert sind, dass es eine Trendforschung gibt, aber keine Forschung ist, sondern es werden Trends identifiziert, das geben wir auch selber zu, die Trendforscher, wo wissenschaftlich nicht unbedingt haltbar sind. Und was uns einfach auffällt, ist, wenn Sie die ganzen Trends mal betrachten, die immer wieder in den Medien stehen und die immer wieder diskutiert wird, sehr oft habe ich den Eindruck, da wird eine Kuh neu angemalt und wieder durchs Dorf gejagt. Weil einfach die Begriffe sehr oft unterschiedlich sind und man muss darum sehr vorsichtig sein, wenn es um die ganze Trendanalyse geht. Was man sicher sagen kann, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, die für Standorte, für Regionen relevant sind. Thema Bevölkerungsentwicklung, Wertewandel und gesellschaftliches Engagement, Entwicklung der wissensbasierten Ökonomie, das Thema Globalisierung, Regionalisierung, Digitalisierung, Klima- und Ressourcenschutz.
Das sind so die großen Gruppen, wo man sagen kann, die sind relevant für Standorte, aus denen entstehen Auswirkungen auf die Regionen, auf die Städte, auf die Gemeinden, auf die Menschen, auf die Unternehmen, die dort leben. Und auf die muss ich mich ausrichten. Auf die muss ich mit meiner Politik, mit meiner Wirtschaftsform, mit meinem Regionalmanagement irgendwie reagieren. In den Unterlagen haben Sie all die Trends beschrieben und die Auswirkungen auf die Wirtschaft auch beschrieben. Ich gehe jetzt nicht alle durch, weil da wird meine Zeit nicht dran. Ich gehe auf ein paar ausgewählte Sachen. Das Thema Bevölkerungsentwicklung wird in der Schweiz sehr stark diskutiert über das Thema Alterspolitik. Sehr stark diskutiert zum Thema Altersvorsorge, soziale Sicherungssysteme und so weiter und so fort. Wenn man sich das Thema Bevölkerungsentwicklung einmal im Detail anschaut, dann laufen da verschiedene Entwicklungen ab, die die Bevölkerung beeinflussen und die auch die Entwicklung von Regionen beeinflussen. Zum einen Wachstum der Weltbevölkerung, aber Schrumpfen der Bevölkerung in westlichen Industrienationen. Das ist einfach Fakt, in der Schweiz wächst genug, aber nicht durch eigene Wachstum, sondern durch Zuwanderung. Eine Suburbanisierung und Reurbanisierung. Suburbanisierung heißt die berühmten Speckgürtel um die Städte heraus, wo man aus den Städten rauszieht, wo die Landschaft immer mehr zersiedelt wird. Wir stellen aber gleichzeitig eine Reurbanisierung fest, dass immer mehr Menschen wieder in die Städte ziehen, und zwar je nach Lebensphase unterschiedlich. Was denken Sie, welche Menschen ziehen in die Städte? Welche Altersgruppen? Das sind die Jungen und es sind die Alten. Also ab 60 zieht man wieder in die Stadt. Gibt das Einfamilienhäuschen auf dem Land auf und zieht wieder in die Stadt hinein. Da habe ich eine andere Mobilität, habe ich eine andere Versorgungssicherheit und muss der Rasen nicht mehr. Das sind alles Entwicklungen, die da sind. Wir brauchen neue Infrastrukturlösungen in den Städten, aber auch auf den ländlichen Räumen, die das beeinflussen. Und das ganze Thema Bevölkerungsentwicklung kann ich eben nicht nur auf Alterung der Bevölkerung zurückschreiben und Veränderungen mittragen, sondern es hat vielfältige Auswirkungen, die man sich betrachten muss. Zum Beispiel die Entwicklung auf die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die Wirtschaft. Wir haben veränderte Grundstrukturen dafür, veränderte Marktchancen. Stichwort Seniorenwirtschaft, Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, komplett Veränderungen auch von der Gesundheitsversorgung und. Wir haben ein hohes Einkommen bei den jungen Pensionären, die finanziell sehr gut dastehen. Wir haben neue Zielregionen. Es gibt neue Zielregionen im Rahmen von Internationalisierungsstrategien, wo man weiß, wo die Leute hingehen, so Hotspots, gerade für die jungen Menschen auch mit drin. Wir haben komplette Veränderungen mit dran. Wir haben das Thema Personal, Alterung der Belegschaft, Fachkräftemangel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wird immer noch unterschätzt. Einfach eine kleine Zahl aus unserer Bodensee-Studie. Wir haben in einer Teilregion auf die nächsten 10 Jahre ein Bevölkerungswachstum von über 25%. Ne, 15% Bevölkerungswachstum. 15% Bevölkerungswachstum für die nächsten 10 Jahre. Im gleichen Zeitraum nimmt die Zahl der erwerbsfähigen Personen um 25% ab. Muss ich mir vorstellen, 15% Wachstum der Gesamtbevölkerung und gleichzeitig ein Viertel weniger Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass dann in 10 Jahren die letzten oder die sogenannte Babyboomer-Generation, die heute die größte Bevölkerungsgruppe darstellt, das sind die Menschen im Alter von den Jahrgängen 55 bis 65, das ist mit Abstand die größte Gruppe, die sind dann in Pension. Ich bin 65, bin in 10 Jahren leider noch nicht ganz in Pension. Aber da verändert uns plötzlich die ganz großen, da bricht uns einfach ein großer Teil weg. Und das hat Herausforderungen für die komplette Regionalentwicklung. Auch als Erfolgskriterium. Weil wir wollen sie Arbeitsplätze schaffen, Wachstum der Arbeitsplätze, wenn schlicht und einfach keine Menschen da sind. Das ist eine Herausforderung. Veränderung der Standortfaktoren, Attraktivität städtischer Standorte für Unternehmen. Die Städte werden Zukunftsmärkte mit Veränderungen mit drin. Wir haben den Trend Wertewandel. Es gibt immer mehr postmaterialistische Werte, Selbstverwirklichung der Vielfalt von religiösen Lebensstile, Veränderungen im gesellschaftlichen Engagement, auch in der politischen Partizipation. Die Probleme haben sie in allen Regionen. Wie engagieren sich die Menschen noch in Vereinen, in Verbänden, in den Kommunalparlamenten, in den Gemeinderäten? Wo sind die Leute mit drin? Auf der einen Seite haben wir hier einen Rückgang, auf der anderen Seite haben wir das Ansteigen von sehr starken
individuellen Gruppen, von Bürgerinitiativen, von diesen ganzen Entwicklungen, wo sich komplett verändern. Die sagen, wir haben neue Überlegungen von Milieus, wir haben nicht mehr das einheitliche Milieu, den Lebensstil, sondern wir haben ganz vielfältige Sachen. In dem Kontext steht auch das Thema Sharing Economy, das damit entsteht, die ganzen neuen Arbeitsformen, Ansprüche an Arbeiten, die sich verändern. Auch die Akzeptanz von Wirtschaft oder Industrie, gerade in der Schweiz ein Thema. Versuchen Sie mal irgendwo ein Logistikzentrum aufzubauen, das einfach gebraucht wird, das kriegen Sie nicht mehr runter. Versuchen Sie mal von der SBB eine Zugreinigungsanlage irgendwo hinzukriegen, solche Standorte kriegen Sie nicht mehr hin, weil gesellschaftliche Wandel da ist, weil die Frage, welche Rolle spielt Wirtschaft nur für unsere Gesellschaft, einfach abgenommen hat, was dazu von Krieg führt. Wir haben die wissensbasierte Ökonomie, wo sich viele Sachen verändern. Es ist klar, dass die Wissen als Input weiter wachsen wird, die Bedeutung. Das Thema Hightech und Dienstleistungen, die Frage, wie sieht es mit Innovation aus. Innovation wird zentrale Wachstumstreiber sein. Die Frage von Bildung, die steigende Bedeutung von Bildung, Wissen und Kompetenzen. Und zwar für das gesamte Leben hinweg. Das sind alles die Entwicklungen, die man beachten muss mit dran. Stichwort Globalisierung und Regionalisierung. Auch eine Situation, und da sind wir jetzt auch heute beim Thema von Ihrer Wissensgemeinschaft. Es ist klar, dass alle Unternehmen heute internationalisieren. Nicht mehr nur die großen, sondern eigentlich alle Unternehmen. Selbst ein kleines KMU ist heute international tätig, und zwar nicht mehr nur im Verkauf der Produkte, sondern auch in der Entwicklung. Selbst kleine Unternehmen haben heute Niederlassungen weltweit, müssen weltweit unterwegs sein, müssen Dienstleistungen anbieten und so weiter. Das heißt, heute Internationalisierung gilt für alle. Wir haben die Anfälligkeit für globale Dominoeffekte. Wenn irgendwo was passiert, dann haben wir auch Auswirkungen auf die Schweizer Industrie mit drin. Wir haben immer mehr diese sogenannte Entörtlichung durch die Internationalisierung der Eigentumsstrukturen, die Verlagerung der Entscheidungskompetenzen und auch des konzerninternen Standortwettbewerbs führt einfach dazu, dass die regionale Verankerung abnimmt. Darum diskutieren wir zum Beispiel nicht mehr über CSR, Corporate Social Responsibility, sondern über Corporate Regional Responsibility. Die Frage, welche Verantwortung hat ein Unternehmen noch für eine Region? Wie stark sind die noch regional verankert? Wie machen wir das mit? Und das kommt dann zum nächsten Punkt, nämlich die regionale Einbettung. Wenn Sie nur noch internationalisierte Unternehmen haben, die weltweit in Konzernen aktiv sind, wo alle drei Jahre der Standortleiter wechselt oder Leiterin wechselt, wie können Sie die noch überzeugen, dass die regionale Einbettung funktioniert, nämlich in regionale Netzwerke, dass der lokale Fußballverein vielleicht noch ein Sponsoring kriegt oder die lokale Kulturveranstaltung, wenn das Unternehmen bloß global tätig ist, dann ist die Identifikation mit drin und funktioniert teilweise auch nicht mehr. Ich kenne jetzt Projekte, wo Sponsoring, das über Jahrzehnte stattgefunden hat, aufgrund von Corporate Governance Richtlinien plötzlich nicht mehr funktioniert. Mit dran. Diversität, wir haben internationalisierende Belegschaften, brauchen Sie plötzlich internationale Schulen, da sind plötzlich Menschen mit anderer Hautfarbe in Ihrem Dorf und. Da kommen plötzlich Strukturen mit dran. Aus den ganzen Trends heraus ergeben sich eine Reihe von Herausforderungen für Standortmanagement oder auch Regionalmanagement. Das eine ist das Thema von der Produktion zur Dienstleistung. Es geht nicht mehr darum, dass durch die ganzen Innovations- und Produktionsprozesse die grundsätzlichen Strukturen verändert werden. Bis jetzt haben wir uns sehr stark an Branchen und Produkten orientiert, an den Wertschöpfungsketten. Und heute geht es eigentlich nicht mehr an den Produkten, sondern entlang von Dienstleistungen. Das bedeutet, nicht mehr die Verpackungsmaschine steht im Mittelpunkt, sondern die Dienstleistung verpacken. Das heißt, ich konfiguriere mich anders. Und mein Produktionsunternehmen, mein Industrieunternehmen bietet plötzlich Dienstleistungen an. Das Beispiel hier, die Firma Bühler-Utzwil. Wer kennt die? Einer, zwei. Bühler-Utzwil, Weltmarktführer für alles, was Mühlen und Mahlen angeht. Ich glaube, 75% der weltweiten Mehlproduktion werden auf Mahlwerken der Firma Bühler gemacht. Die haben bis jetzt immer Mahlwerke verkauft. Zukünftig verkaufen die Dienstleistungen Mahlen. Das heißt, die übernehmen alles, nicht nur die Maschine, sondern auch die Aktivitäten erfolgt. Und die Verpackungsfirmen oder Verpackungsmaschinenhersteller wie Georg Fischer, die sind so weit, dass sie im Auftrag der Unternehmen die Verpackungen tatsächlich vor Ort noch mal durchführen.
Das heißt, wir haben hier Veränderungen von der Produktion hin zu Dienstleistungsketten, auch die Industrie verändert sich rasant. Wir haben sowas wie die Enträumlichung vom Wissensaustausch. Ich bin übrigens am Thema Cluster mit drin. Cluster sind wirklich ein wichtiges Instrument der Wirtschaftsförderung und der Regionalentwicklung auch. Ein wirklich konstituierendes Element von Clusterpolitik ist der Erfahrungsaustausch, ist der Wissensaustausch innerhalb des Clusters, insbesondere der Austausch des sogenannten impliziten Wissens, des Erfahrungswissens. Darum hier auch der Eisberg, das ist das sogenannte explizite Wissen, wo in Büchern vorhanden ist, und das ist das implizite Wissen, das Erfahrungswissen, das in den Köpfen der Menschen drin ist. Man ist früher davon ausgegangen, dass das Erfahrungswissen die direkte persönliche Nähe, die direkte persönliche Beziehung darauf angewiesen war, damit ich das austausche. Und durch die ganze Digitalisierung, die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, verändert sich das rasant. Wenn ich heute was wissen möchte, wie muss ich den Knopf an meinem Hemd annähen, dann rufe ich nicht nur meine Mutter an, sondern gehe, hol kurz mein Tablet raus und frage auf die Seite fragmami.de und kriege die gleiche Information. Wenn ich was zum Auto wissen will, dann mache ich das auch, und wenn ich was zu Technologien machen will, mache ich das aus. Das heißt, ich kriege plötzlich die ganzen Themen, das Erfahrungswissen ist plötzlich nicht mehr räumlich gebunden. Die Frage, wie qualitativ das Ding aber ist, ist noch meine Entscheidung. Aber wir haben damit dieser Austausch des Erfahrungswissens wird nicht mehr räumlich gebunden, und darum kriegen wir plötzlich die Frage, ja, für was brauche ich denn ein Cluster noch? Weil ihr kennt die irrende Merkmal des Clusters, der Austausch von Erfahrungswissen ist, aber das Erfahrungswissen nicht mehr räumlich gebunden ist, wie gehe ich denn damit um? Müssen wir unsere Cluster neu definieren? Die Metropolisierung des Kreativen, das Thema Fachkräfte-Rekrutierung, auf das bin ich schon eingegangen, ist ja ein zentrales Thema der Wirtschaftsförderung. Alle Wirtschaftsförderung, auch Regionalmanagement, muss sich darum kümmern, Fachkräfte herzubekommen. Das ist rein ein Mängelproblem, aber es ist auch ein qualitatives Problem. Wie gesagt, wir werden aufgrund des demografischen Wandels einen massiven Rückgang bekommen, der in vielen Regionen, gerade auch in ländlichen Regionen, immense Dimensionen annimmt. Wir stehen aber auch eine Entwicklung fest, dass sich in der Altersstruktur und im Mobilitätsverhalten der Menschen was ändert. Insbesondere ist es so, dass wir bei der Wohnortwahl der jüngeren Generation eine signifikante Veränderung über die letzten 5 bis 10 Jahre haben, nämlich der Sog der Metropolen. Die Menschen ziehen in die Metropolräume, die arbeiten in den Metropolen oder sie wohnen in den Metropolräumen, arbeiten vielleicht auch auswärts, aber der Sog ist gewaltig, weil dort Lebensqualität, weil da bestimmte Situationen sind. Einfach um eine Zahl zu nennen. In Deutschland leben inzwischen 30% der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen in den 14 Metropolräumen. 30% in 14 Städten. Wir haben in den Städten, in Landkreisen, wenn wir uns angeguckt haben, wir haben es uns auch für die Ostschweiz angeguckt, einen ziemlich starken Rückgang bei wachsender Bevölkerung, einen ziemlich starken Rückgang in der Abwanderung dieser Altersgruppe. Der Sog in die Metropolräume ist da. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Was mache ich als ländlichen Raum, wenn wir die alle in die Metropolräume reingehen? Diskussion Brain Drain, Brain Gain führen wir hier auch schon länger, nur das hat meines Erachtens eine neue Qualität bekommen. Und vielleicht muss man da auch neue Wege gehen, nämlich die Frage, akzeptiert es vielleicht, dass die im Alter von 20 bis 30 halt in Zürich wohnen wollen und guckt, dass sie halt mit 31 oder mit 35, wenn sie denn mal in die Familienphase kommen, dann vielleicht wieder zurückkommen. Diese ganze Fragestellung, brauche ich komplett neue Konzepte mit drin. Akzeptiere ich das vielleicht, dass die in die Metropolen wollen? Mein Sohn ist jetzt auch 18 und will auch in die Metropolen. Ich sage, ja, du bist doch bei uns am See so schön. Sagt er, ja klar, aber da schlafen ja die Hunde rein. Ich will nach Berlin, ich will nach Hamburg, ich will nach London, um ein bisschen großstädtisches Leben zu haben. Aber wir müssen uns vielleicht darum kümmern, dass die halt erstmal wieder zurückkommen. Was bedeutet es, dass sich der Fachkräftemangel nochmal massiv verschieben wird, wenn ich nicht schaffe, dass die Leute wieder zurückkommen? In der Schweiz haben wir im Moment die schöne Situation, dass sie tatsächlich noch zurückkommen. Das sehen wir an der Absolventenbefragung der Hochschulen, wo man weiß, dass nach 5 Jahre, 8 Jahre nach Studienende etwa 50% wieder im Rheinland-Kanton wohnen. Nicht unbedingt arbeiten, aber wohnen mit drin. Wobei das sehr unterschiedlich nach den Berufsgruppen ist. Die höchste Rückkehrquote haben die Juristen.
die niedrigste haben die katholischen Theologen, aber da ist das Problem der freien Arbeitsordnung. Wir haben hier sowas eben die Metropolisierung des Kreativen, das ist für die ländlichen Räume für mich ein ganz zentrales Thema. Wie gehe ich damit um, dass mir eigentlich eine Altersgruppe gerade komplett wegbricht, wie kriege ich die wieder zurück? Mit Digital Natives und Generation Y, die ganze Frage, wie gehe ich mit den ganzen Themen um, neue Arbeitsformen, Digitalisierung, die Arbeits- und die Anforderungen der Fachkräfte an die Digitalisierung, wie lernen wir im höheren Arbeitsalter auch die neuen Technologien, wie geht man da damit um? Die klassischen Berufsbilder verändern sich dauernd, welche Herausforderungen habe ich an die Berufsausbildung, wie verändert sich das, wie ist dort auch die Zukunftssicherheit mit dabei? Wir werden durch die Digitalisierung manche Berufsbilder haben, die einfach komplett verschwinden. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, Zahntechniker braucht man heute nicht mehr lernen, weil Zahntechniker gibt es in 5 Jahren keine mehr. Warum? Weil es kommt alles aus dem Digitaldrucker, aus dem 3D-Drucker. Heute ist es schon so, dass die Unternehmen Zahnersatz so weit sind, dass das zukünftig in der Arztpraxis produziert wird. Die Kronen brauchen sie keinen machen. Und dann ändert sich ja noch sowas wie die Anforderungen der Menschen, der Generation Y, an die Arbeitsumfeld, an Work-Life-Balance, die gehe ich damit um, Stichwort Third Places, spannende Ansätze ja auch im Regionalbereich, Jobsharing-Fragen, wie wird sich die Arbeit der Zukunft verändern, wie gehe ich mit den Verantwortungssachen um in dieser digitalen Gesellschaft, wie geht diese Generation Y mit den neuen Anforderungen um, wie stellen wir uns darüber dar, dass da was passiert. Wir werden auch neue Raumstrukturen kriegen, die Welt wird flach, wie es einer der Vordenker der digitalen Revolution bezeichnet hat. Umfassende Erreichbarkeit wird immer mehr zu einer zentralen Voraussetzung, und zwar weiterhin über Straße, Schiene, Luft oder Wasser, das brauchen wir weiterhin. Gerade in einer Gesellschaft, die immer internationalisierter wird, müssen auch die Menschen irgendwann mal an ihre Firmenstandorte fliegen, mit dem Zug hinfahren und so weiter, aber es gehört auch die virtuelle Erreichbarkeit dazu. Die virtuelle Erreichbarkeit, die ist einfach wichtig, die ist gerade auch in den ländlichen Räumen wichtig. Wie bin ich da damit wettbewerbsfähig, welche Leitungen brauche ich, welche Techniken brauche ich, wie richte ich mich damit auch ein. Es wird sicher sein, dass die Metropolräume weiter wachsen werden und auch die sogenannten periurbanen Räume, das ist die Frage, also quasi die Räume, die immer Nähe zur Stadt sind, halbe Stunde Einzugsgebiet ist der periurbane Raum in der Schweiz. Die Frage, was passiert mit den peripheren ländlichen Räumen? Werden die in dieser Situation abgehängt? Wird sich die Entwicklungsprobleme noch verstärken darüber, weil alles in die Zentren, weil alles in die Metropolräume geht? Ich spreche nicht nur von Zürich, sondern einfach städtischen Zentren. Und was wir auch feststellen, ist das bestehende Zentrum-Peripherie-Modell, dass alle in die Zentren reinfahren, reinpendeln, dass sich das verändern, dass so ein tangentiales Stadt-Inland-Modell entsteht, wo das Wachstum quasi in den Stadt-Inländern ist, da mit dran und wo auch die Pendelbewegungen eher tangential sind. Das heißt, ich pendle nicht mehr in eine Stadt rein, alle da fahren rein und alle fahren wieder raus, sondern wir haben ganz heterogene Pendelbewegungen, weil immer mehr der Wohnort zur Konstante wird und der Arbeitsort flexibel. Und diese ganzen Fragen des Pendelns, der Raumstrukturen ist für mich auch eine ganz zentrale Herausforderung. Wie geht man da damit um? Wie gehen wir mit diesen Fragen auch unter CO2-Gesichtspunkten um? Mit drin einmal eine kleine Zahl. Die Stadt St. Gallen, die hat 80.000 Einwohner, 76.000 Einwohner, hat ein Pendlersaldo von 12.000. Das heißt, 12.000 Menschen pendeln mehr nach St. Gallen ein. Darauf ist die Stadt St. Gallen eigentlich stolz. Wir müssen einpendeln statt 10.000 kommen zu uns rein. De facto, wenn ich mir die Zahlen genauer angucke, sieht es so aus, dass jeden Tag 35.000 Menschen nach St. Gallen einpendeln. 35.000 Menschen, die nicht in St. Gallen wohnen, aber in St. Gallen arbeiten und 22.000 St. Galler außerhalb arbeiten. Das heißt, jeden Tag überschreiten 55.000 Menschen zweimal die Stadtgrenze, um zum Arbeiten zu gehen oder wieder heimzugehen. Das sind solche Dimensionen, hat es inzwischen angenommen. Wenn Sie bloß auf die Pendler-Saldo gucken, dann macht das nicht viel aus. Aber wenn Sie es insgesamt im Gesamttag zählen, dann sind es plötzlich Dimensionen, die verbleiben. Wir haben es auf der APZ Außerrhoden mal gemacht. Außerrhoden
hat ein Pendler ein negatives Pendlersaldo von 3.000, da sagen die Außerwürger, hat es schon gehen, 3.000 ist schon gehen. De facto ist es so, dass 14.000 Außerwürger rauspendeln und 11.000 einpendeln. Das sind einfach 25.000, ich weiß nicht, wie viel Einwohner hat Außerwürger, knapp 50.000, glaube ich, oder nicht mal. Das sind also Dimensionen, die natürlich Auswirkungen haben, und das wird nicht besser. Das wird zunehmen, wenn man nicht massiv gegensteuert mit neuen Arbeitsmodellen und anderen Funktionen. Das waren so im Schnelldurchlauf ein paar von den wichtigen Trends. Wir haben Aussagen vom polnischen Philosophen in Griechenland und Polen. Die Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie. Das bedeutet für mich schon mal, oder auch für Sie, wir müssen gestalten. Wir müssen aktiv werden und wir müssen wissen, in welche Richtung es geht, um darauf reagieren zu können. Die Entwicklung heute so sprunghaft ist, dass wir nicht wissen, was in 5 Jahren passiert. Wir müssen unsere Strukturen lernfähig machen, reflexionsfähig machen, damit wir auf die Zukunft reagieren können. Resilienz, ein Stichwort, was in der Regionalökonomie viel diskutiert wird, das sind die Fragen.